Hallöchen, ich bin's Anita vom Channel Anita Girlytainment. Hallo zu einem neuen Video aus meiner Hochzeitsreihe. Ich habe während eines Pferdefotoshootings in einem Lavendelfeld von meinem langjährigen Freund komplett überraschend, ich glaube, wie man es hier auch sehen kann, einen Heiratsantrag bekommen. Alle, die dabei waren beim Fotoshooting, meine Freundinnen, auch Fotografin und so, die wussten alle Bescheid. Niemand hat mir was gesagt und ich habe absolut nicht damit gerechnet. Und es war so ein schöner Tag. Und jetzt geht's los mit Hochzeitsvorbereitungen. Ich möchte natürlich hier so ein Pferdemotto dabei haben und habe mich da so ein bisschen durch Pinterest geklickt und habe mir nur gedacht, okay, was könnte ich machen, damit auf der Hochzeit auch so ein bisschen so das Pferdemotto dabei ist. Ich selbst bin ja nicht so der Hufeisenfreund. Meine eigenen Pferde tragen keine Hufeisen, aber sonst gibt's halt wenig, was man da jetzt irgendwie auch verwenden könnte, pferdemäßig auf einer Hochzeit. Ich habe mich da so ein bisschen inspirieren lassen. Das fand ich auch besonders schön. Hier so ein Brautpaar für die Torte. Naja, und da habe ich dann dafür entschieden, dass wir es jetzt mit Hufeisen machen werden. Auch wenn ich kein großer Hufeisen-Fan bin, aber ich habe so schöne Bilder gesehen und habe mich dann mit einem befreundeten Hufschmied zusammengeredet und er hat uns hier kistenweise diese Hufeisen geschenkt. Was man hier nicht sehen kann, ist, dass da 90% alle noch mit Nägel versehen waren und wir halt dann auch super mühsam diese ganzen Nägel mal rausgeholt haben. Also da unbedingt dabei Handschuhe tragen. Und hier war ich dann dabei, diese ganzen Hufeisen mal größenmäßig zu sortieren, damit ich weiß, okay, welche kann ich zum Beispiel jetzt als Gastgeschenk mitgeben? Das sind jetzt die kleineren und habe jetzt hier in jedem Karton, habe ich jetzt hier so, das ist hier zum Beispiel Größe 1. Das sind jetzt hier die kleinsten Hufeisen, die habe ich da hineingepackt. Größe 2, 3, 4, 5. Also ganz viele unterschiedliche und habe dann einfach geschaut, okay, die kleineren packe ich da rein, damit ich die einfach mal sortiere, weil wir wollen so Gastgeschenke machen, damit halt eben auch die Gäste auf der Hochzeit diese Hufeisen dann auch mitnehmen können. Natürlich nicht in diesem Zustand, ganz klar, sondern halt dann verschönert. Das zeige ich dir jetzt dann auch dann gleich, wie wir das da genau gemacht haben. Also Schritt 1 war, ich habe mal auf Pinterest geschaut. Da verliert man sich auch so ein bisschen in dieser App. Ich habe dann gleich so eine Pinnwand erstellt und alles, was mir gefallen hat, habe ich dort hineingepackt und habe halt eben ganz viele Hufeisensachen gefunden und wollte halt dann generell verschiedene Hufeisen in der Farbe Gold halt haben. Das siehst du hier Größe 4, Größe 6, das sind die riesengroßen. Und die größten haben wir zum Beispiel genommen, dann zum Beispiel für die Tischnummern. Jeder Tisch bekommt dann hier auch dann so eine eigene Nummer. Wir haben dann diese Hufeisen dann noch so abgeschliffen und dann auch grundiert, also dann aufgehängt und die dann angesprüht hier mit dieser wunderschönen Farbe. Nein, die Mottofarbe der Hochzeit wird nicht rot werden, sondern wir haben eine andere Farbe benötigt. Und zwar, es geht in diese Richtung. Ich war da mit meiner Schwester da und wir haben uns mal die Fotos angesehen von den Stühlen der Hochzeitslocation. Die Hochzeitslocation, für die haben wir uns auch schon entschieden. Falls du das Video noch nicht gesehen hast, schau dir das rechts oben unbedingt an. Da habe ich dir gezeigt, wo wir heiraten werden. Also da ist schon mal alles fixiert. Und dann sind wir mal auf die Suche gegangen. Oh mein Gott, diese Pastellrosa, Hellblautöne oder diese Salbei, mega schön. Aber wir brauchen hier einen Goldton, der dann auch ganz gut zu den goldenen Stühlen in der Hochzeitslocation halt passt. Damit halt jeder Hochzeitsgast ein Hufeisen bekommt in Gold. Da, warte mal, da gibt es auch so anderes. Das hat dann auch so eine Struktur. Das greift sich auch mega witzig an. Da oben, das sieht man jetzt gar nicht so gut in dem Video. Auch die daneben. Das zum Beispiel, das ist so ein bisschen rau auch. Also da spürt man so eine richtige Struktur, wenn man mit dem Finger halt drüber geht. Der Bronzeton wird es nicht. Er ist dann doch ein bisschen zu orange-stichig. So, wir wollen halt doch mehr Gold. Ja, also zuerst haben wir die Hufeisen abgeschliffen, dann grundiert, aufgehängt und jetzt haben wir uns dann für diese Farbe entschieden. Und damit werden jetzt die ganzen Hufeisen eingesprüht und verschönert, damit jeder Hochzeitsgast was bekommt, plus halt eben, dass wir die ganzen Aufsteller halt dann eben hier auch nochmal hier mit Hufeisen versehen. So, wie du siehst, da haben wir ein bisschen was gemacht und zwar, das sind jetzt einfach auch die Platzkarten. Also jeder Platz bekommt dann eben hier
so ein Hufeisen. Plus dann ist hier auch so ein Bändchen dran mit dem Namen. Hier siehst du dann auch schon die Sachen für die einzelnen Stationen. Tisch 1, 2, 3. Und dann eben auch bei den einzelnen Stationen gibt es auch noch so Hufeisenaufsteller, wo dann dabei steht, ja, okay, hier ist, keine Ahnung, Fotobox, hier ist das Hochzeitsrätsel, hier bitte, weiß ich nicht, in das Gästebuch eintragen, bla bla bla. Und dann haben wir auch geschaut, wo könnten wir diese Hufeisen sonst noch verwenden. Hier hat mein Dad mir geholfen, weil er nicht gewusst hat, okay, soll er die Hufeisen in die eine oder in die andere Richtung aufstellen. Er hat da so eine, ja, hier aus so einem Stück Holz das zusammengebastelt, damit wir hier so Aufsteller auch haben. Das hat er einfach so eine Platte genommen, zugeschnitten. Und hier sieht man den Kontrast auch ganz gut. Diese rostigen Hufeisen und daneben die goldenen Hufeisen. Also ja, aus diesem hässlichen haben wir dann das hier gezaubert. Und ich glaube, das wird richtig, richtig schön aussehen. Und ich glaube, wir haben auch ein paar Hufeisen zu viel gemacht. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wir da vielleicht noch das ein oder andere Hufeisen vielleicht dann auch nach der Hochzeit verlosen werden. Also falls du dann auch ein Hufeisen für meine Hochzeit haben möchtest, da werde ich dir auf jeden Fall rechtzeitig Bescheid geben. Folg mir auf jeden Fall auf meinem Podcast-Account, der heißt Anita Görli Themen Sprachmemos. Folg mir auch super gerne auf Instagram und TikTok. Da gibt es auch ganz, 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 ganz viele TikToks und Reels. Schau dir das sehr, sehr gerne an. Und dann halte ich dich im Laufenden. Voll cool, dass du dabei warst. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich verlinke dir da jetzt noch zwei weitere Videos, auch zum Hochzeitsthema. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann. Tschüssi.